Hannover war bundesweit Vorreiter in Sachen Umweltzone. Die einen waren stolz auf ihren grünen Aufkleber, der freie Fahrt signalisierte, die anderen erbost, das Auto nachrüsten, im schlimmsten Fall gar in ein neues investieren zu müssen. Inzwischen hatten sich bei den Autofahrern die Wogen geglättet. Nicht aber zwischen Umweltministerium und Stadtverwaltung. Herr Minister Sander wollte die Umweltzone wieder abschaffen. Oberbürgermeister Weil blieb hart und wollte damit die EU-Richtlinie einhalten. Jetzt haben sie sich auf Expertenebene geeinigt. Die Umweltzone bleibt. Ein Ziel ist es, den Verkehr zu verstetigen. Da steckt das Schlagwort Grüne Welle dahinter. Ich will auch ganz ehrlich sagen, oder nicht ehrlich sagen, dass die Stadt natürlich auch den öffentlichen Nahverkehr mit dem Auge behalten muss. Der darf dabei nicht unter die Räder kommen. Das ist also ein Ziel, was wir auch vom Umweltministerium mit haben. Und wenn wir eine Verstetigung machen, muss das sehr intelligent gemacht werden, damit es wirklich zu diesen Ergebnissen auch kommt. Bei genauerem Hinhören gibt es nach wie vor Unterschiede. Der Minister will die grüne Welle, der Oberbürgermeister den Vorrang für Öffis und Fahrräder. Aber auch er räumt ein. Und das ist eine ausgesprochene Detailarbeit, die da in diesen hauptbelasteten Straßen zu leisten sein wird. Wir reden da ja über die Farnwalder Straße, wir reden über die Hildesheimer Straße etc. Und dann diejenigen, die sich im hannoverschen Verkehr auskennen, wissen, dass man da sehr sorgfältig schauen muss, bevor man irgendeinen Fehler macht. Es ist aber für mich auch sozusagen nichts Revolutionäres an der Stelle, weil wir entsprechende Modifikationen, wir haben ja kein Interesse an Staus, ne? Zur Modifikation tatsächlich auch schon in der Vergangenheit gemacht haben und auch ein laufendes Programm haben zur Optimierung der zentralen Verkehrsstrecken in der Stadt Hannover. Fakt ist, die Umweltzone bleibt voraussichtlich bis 2015. Die Schadstoffentwicklung wird beobachtet und durch die vermehrte Nutzung schadstoffarmer Fahrzeuge wird sie sich von selbst verabschieden, ist die Hoffnung. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid NO2 werden weiterhin an einigen Stellen der Stadt überschritten. Ob die grüne Welle unser Klima retten wird? Wir bleiben gespannt.